Du kannst aber nicht alles hier drin aufbewahren. Aber Grandpa hat eine ganze Werkstatt mit solchen Dingen und er benutzt sie doch andauernd. Grandpa hat die Werkstatt im Laufe von 70 Jahren ausgestattet. Dein Schrank ist nach 9 Jahren schon voll. Mit den Kindern, die zu viel Kram haben, mache ich in der Schule eine Übung. Ich schaue mir jedes einzelne Teil an und frage, ist das etwas, das du willst oder etwas, das du brauchst? Brauche ich. Du brauchst diesen Becher. Oh ja, man kann nie wissen, ob man nicht mal so tun muss, als würde man was trinken oder sowas. Und dieser Lippenbalsam, den du hoffentlich nicht im Mülleimer gefunden hast? Im Gully, um ehrlich zu sein. Und ich brauche ihn. Du kannst nichts hiervon wegwerfen? Nicht mal diese Actionfigur, die zu lange in der Sonne lag? Schmelzman hat viel durchgemacht. Ich brauche ihn so sehr, wie er mich auch braucht. Craig, ich schmeiße diese ganzen Sachen weg, es sei denn, du räumst sie aus deinem Schrank. Warte. Sieh mal, ich räume sie hier rein. Siehst du? Schätzchen, wenn du was wegwirfst, wirst du dich mit Sicherheit sehr viel befreiter und leichter fühlen. Nein, das geht schon. Was ist da nass?